habe ich mal eine Kürbis-Mango-Suppe für euch gemacht, passend zu dieser herrlichen kalten Jahreszeit. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Für meine Kürbis-Mango-Suppe brauche ich erstmal einen Hokkaido-Kürbis. Dann habe ich hier eine Mango, zwei Zwiebeln, etwas Öl zum Anbraten, Orangensaft, Kokosmilch, Salz, Pfeffer, Chili. Dann habe ich hier noch etwa 700 Milliliter Gemüsebrühe. Es kann aber auch sein, dass ihr etwas weniger braucht. Die Zwiebeln, die werde ich wie immer würfeln. Ich habe mir übrigens mein Kürbis und meine Mango schon von jemand anderem schälen lassen und würfeln schneiden lassen, weil mir das ein bisschen heikel ist. Also wenn ihr euch da auch noch nicht rantraut, könnt ihr das auch jemand anderen machen lassen. Eurem Freund zum Beispiel oder euren Mann. Ich habe übrigens auch schon mal eine Hokkaido-Kürbissuppe gemacht und die werde ich diesen Sommer, diesen Herbst auch wieder machen, aber als Videowiederholung. Jedenfalls werde ich euch die Hokkaido-Suppe oben verlinken. Und jetzt gebe ich die Zwiebelwürfel hier in den Topf und da werden die Klassik angeschwitzt. Und wenn die glasig angeschwitzt sind, gebe ich die Kürbisstücke dazu. Lasse das schön mitbraten. Allerdings werde ich jetzt auf die mittlere Stufe stellen. Ich werde jetzt auch schon mal etwas in meiner Gemüsebrühe dazu geben. Jetzt gebe ich die Mango dazu. Verrühre das wieder. Brühe hinzu, aber nicht mal viel. Ich denke mal, den Orangensaft werde ich auch schön dazu geben. Was ich übrigens auch schon mal gemacht habe, eine asiatische Kürbissuppe. Die kann ich euch auch mal hier oben verlinken. Darauf gebe ich jetzt einen Deckel und lasse das circa für 10 bis 15 Minuten vor sich hin köcheln. Jetzt ist der große Moment gekommen. Der Kürbis ist jetzt schön weich und jetzt kann ich langsam anfangen zu pürieren. So, die Kürbissuppe ist jetzt schön püriert. Jetzt gebe ich die Kokosmilch dazu. Wenn euch die Kokosmilch übrigens, wenn ihr die aus der Dose nehmt, ein bisschen zu fest ist, das ist kein Problem. Also macht euch da bitte keine Gedanken. So, jetzt würze ich das Ganze nochmal mit Salz, Pfeffer und Chili. Aber nicht so viel Chili, weil meine Mutti, die hat vorhin schon gewürzt. So, nochmal kurz verrühren. Ja, das ist sie jetzt gewesen, meine fertige Kürbis-Mango-Suppe
Und ich bin schon ganz gespannt darauf. Ich mache nämlich auch gerade eine Mango-Phase durch. Ich muss das alles mit Mango essen. Und ja, also ich freue mich schon sehr darauf. Und wenn ihr mehr Suppenrezepte von mir sehen wollt, gerade jetzt zu der kalten Jahreszeit, da werde ich euch hier an der Seite meine Suppen-Playlist verlinken. Und wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, dann schreibe ich euch alles in meine Videobeschreibung. Ihr findet das Rezept aber auch in meiner Webseite. Ich jedenfalls wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und noch einen wunderschönen Tag.